Hallo, ich bin Habrock und ich erzähle euch heute was, auch wieder Geschichten aus der Kurbelgruft. In diesem Fall, was der Anwender sieht, sprich die Umgebung, die die Benutzer bzw. Sachbearbeiter im Unternehmen dann sehen. Ein bisschen was zu mir. Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren bei einer Versicherung in der Anwendungsentwicklung. Davon habe ich mehr als 10 Jahre nur für den IBM Großrechner unter COBOL programmiert. Und noch ein Hinweis, falls ich beim Sprechen hin und wieder etwas stocken sollte, das liegt daran, dass ich in Bildern denke, dann dauert halt die Übersetzung von Bildern in Text ein bisschen länger als. Ja, und zwar rede ich heute über im Deutschen ausgesprochen CIS, das Customer Information Control System. Im Englischen in der Sprache. Hallo, ja. CIS oder CICS üblich, aber ich bleibe bei der deutschen Aussprache. Das System wurde Anfang der 70er Jahre entwickelt und ist unter anderem dafür da, die Oberfläche, die dann die Anwender des Großrechners sehen, zu erzeugen. Und etwas Trivia-Wissen: In der DDR gab es eine Kopie unter dem Namen Datenkommunikationssystem DAKS für die im Ostblock gebräuchlichen Nachbauten von IBM Großrechnern. Wovon rede ich überhaupt, wenn ich von einem Großrechner rede? Ich beziehe mich da jetzt auf die IBM-Maschinen, die so ab den 70er Jahren gebräuchlich waren, unter OS 370. Beziehungsweise die Nachfolgergeneration, was dann die Z-Series ist, die es immer noch gibt. Ja, die sind von der Konstruktion her auf Zuverlässigkeit und Datendurchsatz optimiert, sind redundant ausgelegt und das auch mittlerweile in einer durchaus beeindruckenden Art und Weise. Also ich kenne wenige Rechner, wo im laufenden Betrieb flüssigkeitsgekühlte Prozessoren ausgetauscht werden können, ohne dass es den Rechner groß stört, solange noch Prozessoren da sind. Ja, die Konstruktion sah so aus, dass der Rechner eigentlich nur aus Prozessoren und Hauptspeicher besteht. Die Datenspeicherung erfolgte extern und da die Rechner so teuer waren in den 70er Jahren, war es nichts Ungewöhnliches, dass für die gesamte Firma nur ein Computer zur Verfügung stand, außer in extrem großen Firmen oder Unternehmen oder ja, irgendwie an Universitäten oder so. Das Bild im Hintergrund wäre jetzt eine Anlage, wie man sie in den 70er Jahren im Rechenzentrum finden konnte. Die großen Kästen auf der rechten Seite sind dann der eigentliche Rechner, also mit Prozessoren und Hauptspeicher. Und davor, etwas schlecht zu erkennen, gewissermaßen ein Fernschreiber als Ein- und Ausgabegerät. Und auf der linken Seite vorne ein Lochkartenleser und hinten mehrere Festplatten, wobei ganz hinten im Eck, was so aussieht wie Tortencontainer, waren die damals üblichen austauschbaren Blätter der Festplatten. Ja, Ein- und Ausgabe beim Großrechner erfolgte ganz früher über Lochkarten bzw. Lochstreifen und als Eingabegerät und Ausgabe dann zum Beispiel über Kettendrucker auf Endlospapier oder auch
Hat dann in ja, Lochkarten oder Lochstreifen Stanze. Irgendwann kam man auf die Idee, Schreibmaschinenterminals an Großrechner anzuschließen. Also gewissermaßen einen Drucker und eine Tastatur. Damit man nicht immer Lochkarten lochen musste und dann sozusagen länger auf eine Ausgabe warten musste. Irgendwann kamen Datensichtgeräte in Gebrauch, also im IBM-Fall 3270er Terminals, so auch ab Anfang der 70er Jahre. Es sieht zwar aus wie ein PC, besteht aber nur aus einem Monitor, einer Tastatur und ein bisschen Elektronik, die im Grunde nur die Daten, die auf dem Monitor dargestellt werden, puffert und Nutzereingaben auch zwischenspeichert und puffert und auf, bei Betätigung bestimmter Tasten dann wieder an den Rechner schickt zur Weiterverarbeitung. Also zuerst gab es nur ein Monochrom, also grün auf schwarz oder Bernstein auf schwarz. Später waren es dann 8 Farben und auch so Sonderfunktionen wie blinkend und unterstrichen, aber allgemein nur Text oder halt etwas, was im Grunde ASCII-Grafik entspricht, auch wenn der Zeichensatz beim IBM-Großrechner nicht ASCII ist, sondern EBCDIC. Oder für Spezialanwendungen gab es dann auch irgendwelche Vektorgrafik-Terminals, aber im Banken- und Versicherungsumfeld mit Sicherheit nicht. Also kann ich dazu dann nichts sagen. Ja, irgendwann sind die Terminals langsam ausgestorben, beziehungsweise die PCs in den Büros haben sich durchgesetzt. Und um die gleiche Oberfläche weiter nutzen zu können, wurden dann auch Terminal-Emulationen für den PC entwickelt. Also eine war halt ein Programm, was zum Beispiel unter Windows läuft und die gleiche Kommunikation mit dem Großrechner erledigt wie das Terminal. Und irgendwann kam man dann dazu, dass diese Terminal-Oberflächen doch hässlich bzw. veraltet aussehen und hat dann PC- oder Online-Anwendungen geschrieben, die halt im Grunde die gleichen Daten nehmen, aber hübscher darstellen. Ja, beim Großrechner muss man 2 Hauptbetriebsarten unterscheiden. Das wäre einmal der Batch-Betrieb. Das ist dann, das Programm läuft ohne Interaktionsmöglichkeit durch, üblicherweise für Massendatenverarbeitung. Ja, wenn es heute noch genutzt wird, dann üblicherweise nachts. Und Ausgabe erfolgte früher auf dem Kettendrucker oder halt doch auch irgendwo auf Datenspeichern. Also, und da, wie schon gesagt, Großrechner bei Banken und Versicherungen irgendwo im Hintergrund noch weit verbreitet sind, ist das wohl auch häufig der Grund, wenn ihr zu nerdkompatiblen Zeiten, sprich nachts, irgendwas im Online-Banking machen wollt und das nicht so ganz funktioniert. Das wäre dann halt die Batch-Lücke. Ja, der zweite Betriebsmodus ist der Online-Betrieb. Also unter Nutzung eines Transaktionsmonitors. Beispiele wären IMS-TC oder das ZIX, um das es hier im Vortrag dann hauptsächlich geht. Also transaktionsorientiert. Die ganzen Nutzeraktionen der Sachbearbeiter werden dann auch sinnvoll gescheduled, also dass sie schön hintereinander ablaufen und dann
sich trotzdem wie ein Dialogbetrieb anfühlt und das System verwaltet dann auch Rechnerressourcen, so dass sich Transaktionen dann bei den Datenbeständen nicht ins Gehege kommen. Es sind auch Hintergrundtransaktionen möglich, was dann im Grunde auch wieder wie ein Batch-Programm abläuft, ohne Interaktion mit einem Benutzer. So, ja, Überblick über die Aufgaben und Eigenschaften des Transaktionsmonitors. Also, Idee ist, dass die Ressourcen des Großrechners gemeinsam genutzt werden können von durchaus vielen Personen. Dann auch im Dialogbetrieb. Und auch, dass ein und dasselbe Programm gleichzeitig mehrfach ausgeführt werden kann, ohne dass es sich dann irgendwie mit Datenbeständen verhakt oder so. Und die Kommunikation mit den Terminals ist auf eine geringe Datenrate und die von der Hardware halt nicht sehr komplexen Terminals ausgelegt. Ja, im Fall von Zix sieht das dann so aus. Also es gibt Sprachunterstützung für Assembler, COBOL, C, C++, PL1 und mittlerweile auch Java. Das Zix hat nur einen Adressraum für alle Benutzer, was man bei der Programmentwicklung dann durchaus berücksichtigen muss, dass damit sich mehrere Instanzen desselben Programms nicht irgendwie die Daten kaputt schreiben, beziehungsweise dass die Übertragung von Daten dann nur erfolgt, wenn es auch tatsächlich beabsichtigt ist. Ja, und das erledigt die Programmverwaltung, Zugriffe auf verschiedenste Datenressourcen und Verwaltung des Hauptspeichers. Das bedeutet aber auch, dass Zugriffe auf externe Ressourcen nur über das Zix erfolgen dürfen. Also eine Display-Ausgabe ist damit nicht zulässig. Das läuft nämlich dann alles ins gleiche Log im Rechenzentrum. Und die Kolleginnen und Kollegen sind dann irgendwann genervt, wenn da Meldungen auflaufen, mit denen sie nichts anfangen können und die dort auch nicht sein dürften. Ja, und mit den ganzen Funktionen stellt das Zix im Grunde schon ein eigenes Betriebssystem aus Sicht der Zix-Programme dar. Ja, dann das Relevanteste für aus Sicht der Anwender, also in Unternehmen der Sachbearbeiter, Aufbau der Masken. Ja, das Übliche ist eine Textmaske mit 24 Zeilen und 80 Spalten. Das wären also 1920 Byte. Man kann dann für verschiedene Bereiche festen Text, Eingabe- und Ausgabefelder definieren, beziehungsweise Felder, die sich als Ein- und Ausgabefeld nutzen lassen. Unten sind zwei Beispiele, wie solche Masken dann aussehen können. Ja, und pro Datenfeld gibt es dann ein Byte zusätzlich für die Eigenschaften. Und dieses Byte ist dann auch belegt ein Zeichen auf der Maske. Da wird aber dann nichts dargestellt. Und aus der Struktur, die man für die Maske definiert, wird einmal die Maskendarstellung fürs Zix generiert und
Dann auch die Datenstruktur fürs Programm. Also ist dann natürlich programmiersprachenabhängig. In meinem Fall ist es dann, habe ich die COBOL-Darstellung im Talk. Und natürlich gibt es verschiedene Editoren, um das Maskendesign zu vereinfachen. Früher gab es dann aber tatsächlich entsprechende Karo-Formulare mit 24 mal 80 Kästchen und außenrum halt noch ein paar Stellen, wo man weitere Informationen zur Maske eintragen konnte. Ja, so sieht dann die Strukturbeschreibung einer in diesem Fall sehr einfachen Maske aus. Und ja, ich habe hinten die Sternchen für Befehl geht in der nächsten Zeile weiter weggelassen. Das wäre etwas schwierig gewesen, die sinnvoll zu positionieren. Also in diesem Fall wird ein Map-Set, also eine Beschreibung, die mehrere Masken enthalten kann, definiert mit dem Namen Six Arms 1. Ja, und diese ganzen DFH-Anweisungen, das sind in der Praxis Assembler-Makros auf dem Großrechner. Und dieses DFH-MSD definiert eben das Map-Set. Also mit Mode, dass es eine Ein- und Ausgabemaske ist. Und das ist FreeKB, heißt, dass nach Absenden der Maske vom Terminal die Tastatur des Terminals freigegeben wird, sodass der Anwender direkt weitere Daten eingeben kann. Und das FRZ, das bezieht sich auf die Markierung, dass sie sich auf der Maske was geändert hat. Da komme ich dann noch dazu. Und LangCobol, ja, dass die Datenstrukturen eben dann für Cobol erzeugt werden sollen. Als nächstes wird dann eine Map 1 definiert mit der Größe 24 mal 80 Zeichen. Und die nächste Anweisung erzeugt dann ein reines Textfeld, was dann auch nicht beschreibbar ist, deswegen bekommt es auch keinen Namen. In der Zeile 1 ab Position 20, das ist ein Attribut beides vorne dran, deswegen die Position 1,19, der Länge 21 Zeichen, ja, belegt mit dem Textbeispiel und der Attribute ASCII und Bright. Auf die Attribute gehe ich dann gleich nochmal ein. Dann mit dem Namen FU1 ein Feld der Länge 3, mehr Attribute Unprotected, FZ und Initial Cursor und initiale Belegung 3 Striche. Und dann das Stopbyte, das auch wieder ein Feld der Länge 1 ohne Namen, das dazu dient, dass man nicht über das Eingabefeld hinausschreiben kann. Und dann noch mit Namen das Feld Bemerk, Zeile 24 mit der Länge 74 Zeichen, dann Autoskip und ja, danach wird das Map-Set abgeschlossen. Ja. Die Frage ist, was ist der Unterschied bei den Attributen mit und ohne Klammern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, dass wenn es nur ein Attribut ist, kann man es auch ohne Klammern schreiben. Ja, zu den Attributen.
Also, wie schon gesagt, das Attribut beides dem Feld vorangestellt und belegt dementsprechend da auch einen Platz auf der Maske. Das ist einmal die Möglichkeit Autoskip. Und das heißt, das Feld kann mit Tabulator, womit man die einzelnen Felder durchgehen kann, kann es nicht angesprungen werden. Wenn man aber sich mit den Pfeiltasten da positioniert, kann man durchaus was reinschreiben. Prot wäre protected, also das Feld ist nicht beschreibbar und wird dementsprechend auch nicht angesprungen. Num, damit wird das Feld als numeric, also reines Zahlenfeld definiert. Man muss aber selber die Eingabe prüfen. Das wird nämlich nicht kontrolliert, was da dann eingegeben wird. Also kann man sich auch sparen. Und unprot ist unprotected, also es ist beschreibbar und wird vom Cursor dann auch angesprungen. Ja, für die Helligkeit gibt es Norm für normal, bright, also highlighted, doppelte Helligkeit und dark, ja, es wird halt einfach nicht dargestellt. Und dann gibt es noch IC, Initial Cursor, also dass der Cursor an dieser Stelle der Maske startet, dieses Feldes. Wenn es mehrfach gesetzt ist, ist das auch kein Problem, dann wird die letzte Positionierung einfach genommen. Und es gibt noch das Attribut F, damit wird ein Feld als geändert markiert, also Modified Data Tag oder MDT abgekürzt, wird auf ein gesetzt. Das wird dann nachher noch relevant, was das Modified Data Tag, wie man das nutzt. Ja, wie ich sagte, aus dieser Maskenbeschreibung wird einmal eine Maske für die Verarbeitung von Zix generiert und andererseits wird eine Copy generiert, also die Datenstruktur, in diesem Fall für COBOL. Also aus der Map 1 wird dann einmal die Struktur Map 1i, wo sich dann zu den ganzen Feldern mit Namen, also Foo1 und Bemerk, in diesem Fall mehrere Variablen finden. Einmal Foo1L als Zahlenfeld für die Länge und Foo1F, beziehungsweise dann auch umbenannt als Foo1A für die Attribute und Foo1I dann für den eigentlichen Inhalt des Feldes bei der Eingabe. Und für das Feld Bemerk das Ganze analog. Und die wird dann auch nochmal umdefiniert, also die gleichen Speicherstellen umbenannt als Map 1O. Und da gibt es dann jeweils für den Inhalt den Namen des Feldes mit einem angehängten O, also einmal der Länge alphanumerisch 3 Zeichen und einmal alphanumerisch 74 Zeichen. Ja, um diese Map dann im Programm ansprechen zu können oder um die Maske nutzen zu können, holt man sich diese Copy rein. Das wäre hier in der Working Storage ganz oben, dem Copy CAMS1 für die Maske. Und dann hat man noch weitere Copies, die man sich reinholen sollte oder reinholen muss. Also das wäre einmal die DFH-AID für bestimmte Definitionen.
Also auf die Copies gehe ich dann gleich nochmal genauer ein. Dann die Copy DFH BMSCA für die Bildschirmattribute. Und in dem Bereich, der dann beim Programmaufruf mitgegeben wird, holt man sich den DFH EIB LK, also den EXEC Interface Block, rein. Auf den gehe ich auch gleich noch näher ein. Und die DFH COM Area, das ist dann eine Übergabestruktur, die man sozusagen frei definieren kann oder im üblichen Ablauf, wo dann verschiedene Masken sozusagen hintereinander geschaltet sind. Zum Beispiel, dass zu einem Vertrag dann auch noch irgendwelche Vertragsdetails auf einer weiteren Maske sind. Da ist dann ein erheblicher Teil dieser Common Area gleich definiert und wird dann von einem Programm zum nächsten weitergereicht. Ja, zusätzlich gibt es als Speichermöglichkeit noch die TSQ, die habe ich da nicht drauf. Die wird dann auch nicht als wie eine normale Datenstruktur angesprochen, sondern das ist dann im CIX selbst hinterlegt und das ist dann das, was ich vorhin meinte mit einem Speicherbereich für alle Programme. Das heißt, man muss sich bei der Namensgebung dann Gedanken machen, dass, also wenn man den Namen im Programm fest vergeben würde, würden alle gleichzeitig laufenden Programme auf die gleiche Datenstruktur zugreifen. Deswegen setzt man ihn üblicherweise aus der ID des Terminals, mit dem das Programm interagiert, und aus der CIX-ID des Programms zusammen. Damit ist es eindeutig. Und wenn man die Daten an ein anderes Programm weitergeben möchte beim Aufruf, muss man diesen Namen halt auch in die Common Area schreiben. Ja, der EXEC Interface Block, der übergeben wird, da stehen verschiedenste Verwaltungsdaten. Das CIX drin, die nach jedem CIX-Befehl, also Start oder Ende des Programms aktualisiert werden. Sowas wie Zeit und Datum des Startzeitpunkts der Task, des Terminals, mit dem das Programm interagiert, Länge der Area, dann wichtig für den Programmablauf die letzte benutzte Taste und der zuletzt ausgeführte CIX-Befehl und noch einiges anderes. Ja, die letzte benutzte Taste, auch für die gibt es eine Copy, denn auf dem Terminal, beziehungsweise dann auch in der Terminal-Emulation sind mehrere Tasten definiert, die sozusagen Sonderaktion haben, dass sie dann den aktuellen Maskeninhalt vom Terminal wieder an Großrechner schicken für die Weiterverarbeitung. Das sind vor allem die Tasten PF1 bis PF24. Ja, auf den Tastaturen für Terminals waren die dann tatsächlich alle als einzelne Taste vorhanden. Bei der Emulation werden die auf die F1 bis F12 gelegt, beziehungsweise dann mit Shift noch für die höheren Zahlen. Ja, und dann zum Beispiel noch die Datenfreigabetaste als DFH Enter. Das ist üblicherweise eine andere Taste als Return. Ja, und
Da der Programmablauf halt sehr von der Taste abhängt, ist etwas dann sehr Übliches, dass das Feld IPython mit den Definitionen der einzelnen Tasten verglichen wird, welche denn jetzt tatsächlich gedrückt wurde und abhängig davon dem Aktion durchgeführt wird. Ja, der Aufbau des Programms ist dann auch etwas gewöhnungsbedürftig, da man ja gewissermaßen den Programmablauf jedes Mal unterbricht, wenn man was auf den Bildschirm herausschreibt. Und zwar durchaus längerfristig, also die Grundfunktionen sind Map, also das Sende die Maske, Receive Map fürs Einlesen der Maske und Return, um die Kontrolle an das CIX oder an ein aufrufendes Programm wieder zurückzugeben. Es wäre möglich, dass das Programm die Maske sendet und dann wartet, bis es eine Antwort erhält. Das würde aber unnötig Speicher kosten, weil das Programm dann die ganze Zeit im Hauptspeicher läge und warten würde. Und so, dass das übliche Design dann so aussieht: Das Programm schaut, ob es das erste Mal aufgerufen wird von diesem Terminal. Dann gibt es die Maske aus und gibt die Kontrolle ans CIX zurück mit der Folgetransaktion, dann üblicherweise sich selbst. Also, wenn von diesem Terminal eine Antwort kommt, dann rufe dieses Programm auf, beziehungsweise rufe mich dann wieder auf. Ja, und wenn es ein Folgeaufruf war, dann wird die Maske eingelesen, geschaut, was eingegeben wurde und die Eingabe verarbeitet. Ja, das Ergebnis dann wieder, also die Maske wieder abgeschickt und die Kontrolle auch wieder ans CIX zurückgegeben. Das führt dann dazu, dass die Maske am Anfang des Programms vorbereitet werden muss. Also der Ausgabebereich wird initialisiert, um irgendwelche Reste, die im Speicher stehen, wegzubekommen. Man kann die Ausgabefelder füllen, muss man nicht, wenn die Vorbelegung passt. Man kann die Attributfelder der einzelnen Datenfelder dann belegen bzw. abändern, um zum Beispiel irgendwelche Datenfelder auf dunkel zu schalten oder eingebbar oder nicht eingebbar zu machen. Und man kann den Startposition des Cursors definieren, indem man das entsprechende Längenfeld auf minus 1 setzt. Ja, und dann kann man die Maske ans Terminal senden. Also, das wäre dann dieser exec6-Befehl unten. Send Map, Name der Maske. Dann hat man da auch noch die Möglichkeit anzugeben, Map Only oder Data Only. Map Only hieße, dass nur die Standardbelegung der Maske, die in der Maskendefinition steht, ans Terminal geschickt wird. Data Only, dann sind es nur die Daten, die das Programm in irgendwelche Felder geschrieben hat. Oder wenn man nichts angibt, dann werden diese beiden Quellen gemischt, also die Vorbelegung genutzt, außer es wird irgendwas anderes angegeben. Ja, wenn man möchte oder wenn es nötig ist, kann man auch das Map Set, das die entsprechende Map enthält, angeben. Mit der Angabe Cursor wird dann tatsächlich auch der Cursor auf dem Feld positioniert. Nicht ganz oben in der Ecke. Und Arrays
zwingt das Terminal dazu, alles, was auf dem Terminal noch im Speicher steht, erstmal zu löschen. Ja, dann Receive Map zum Abholen der Daten, wenn das Terminal dann welche geschickt hat, also wenn der Sachbearbeiter Änderungen vorgenommen hat und irgendeine besonders ausgezeichneten Tasten zum Abschicken der Daten betätigt hat. Also Receive Map, Name der Maske. Auch hier kann man das Mapset angeben, muss man aber nicht, wenn der Name eindeutig ist. Und into Datenstruktur, also in welche Variablen soll das Ganze geschrieben werden. Üblicherweise wird nur der Inhalt der Felder, deren Modified Data Tag auf 1 steht, übertragen. Also Daten, die sozusagen auf beiden Seiten bekannt sind, muss man ja nicht nochmal übertragen. Und im Programm kann man das Ganze dann daran erkennen, dass das Längenfeld für die entsprechenden Variablen größer als 0 ist. Wenn es gleich 0 ist, wurden dafür keine Daten, also wenn in dem Feld keine Daten übertragen. Und man muss schauen, ob man sie sich irgendwo zwischengespeichert hat oder ob man ohne sie auskommen kann. Ja, für einen Programmwechsel gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also mit XCTL übergibt man die Kontrolle an ein anderes Programm, und zwar wird dann tatsächlich eine Kopie der Common Area übergeben. Mit Link wird dann einfach nur ein Verweis auf die Common Area übergeben. Das heißt, wenn das dann aufgerufene Programm etwas ändert und dann die Kontrolle zurückgibt, kann das aufrufende Programm auf die geänderten Werte zugreifen. Ja, das wäre dann eine Struktur Links. Für Link und XCTL sieht die gleich aus. Also Program, welches Programm soll aufgerufen werden? Com Area, an welcher Stelle steht die Common Area? Und Length, wie lang ist die Common Area, die übertragen werden soll? Und Return gibt die Kontrolle dann zurück auch zum aufrufenden Programm bzw. zur nächsthöheren Ebene. Und zwar kann man sich dann das sozusagen so vorstellen. Ganz oben steht das SIX, ruft ein Programm auf. Wenn dieses Programm dann ein anderes mit Link aufruft und dieses Programm dann einen Return schickt, geht die Kontrolle wieder hoch. Also Link geht sozusagen eine Ebene tiefer und XCTL bleibt auf der gleichen Ebene und Return geht dann immer auf das aufrufende Programm der nächsthöheren Ebene zurück. Ja, das Übliche ist das untere, also Return, also Übergabe der Transaktions-ID des Programms, das dann aufgerufen werden soll, und auch wieder mit der Angabe der Common Area und der Länge der Common Area. Ja, es hier auf der Veranstaltung ja um Spiele geht, die vielleicht relevanteste Frage, but does it run Doom? Also dazu habe ich nichts gefunden, da die Framerate nicht wirklich garantiert werden kann, sehe ich da ein gewisses Problem. Also da das SIX ja die Programme gewissermaßen nacheinander abarbeitet und aus meiner Erfahrung die Wartezeiten dann durchaus auch mal im Sekundenbereich sein können, wenn der Rechner etwas stärker ausgelastet ist. Ja. Wenn man die Anzahl der möglichen
Moment. Szene ein Map. Entschuldigung. Ja, ich vermute, wenn man die Anzahl der möglichen Monsterpositionen einschränkt und für jedes mögliche Bild ein Map anlegt, dann sollte es doch denkbar sein. Zumindest mit ASCII-Grafik. Naja, gut, man hat ja ASCII-Grafik, aber das Programm selbst kann ja nicht wirklich kontrollieren, wann das nächste Mal eine Maske dargestellt wird. Das kontrolliert ja das ZIX-System. Außer vielleicht, man schreibt so ein unfreundliches Programm, das einfach wartet, bis es die nächste Maske darstellt. Ja, weiteres Problem, man hat nur eine Textausgabe und mit 8 Farben ist die Farbdarstellung sehr eingeschränkt. Aber da ich gesehen habe, es gibt eine Java-Implementierung von Doom und es hat auch jemand schon eine Grafikausgabe für Textdisplays geschrieben. Ja, wenn man das Ganze zusammenstöpselt und dann ans ZIX anpasst, könnte es vielleicht gehen. Also wer es probieren will, viel Vergnügen. Ja, auch zu anderen Spielen habe ich unter ZIX habe ich nicht allzu viel gefunden. Also in einem Forum hat jemand geschrieben, er habe einen 3D-Tic-Tac-Toe und einen Simulator für ZIX geschrieben. Ja, bei der Suche nach Spielen unter ZIX bin ich aber auch noch auf das Problem gestoßen. Es gibt die gebräuchliche Abkürzung ICS für einen Internet Chess Server. Und da gibt es auch mehrere, die mit C beginnen, sodass man mit ZIX und Game oder Chess eine Menge Treffer bekommt, die mit diesem ZIX überhaupt nichts zu tun haben. Ja, da die Struktur für rundenbasierte Spiele aber gut geeignet wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass es in versteckteren Ecken von ZIX-Installationen durchaus irgendwelche Spiele geben wird, vor allem bei Installationen irgendwo im akademischen Umfeld oder so. Würde mich das überhaupt nicht wundern. Ja, und bei der Gelegenheit dann auch gesehen habe, also die frühe Spieleentwicklung erfolgte eben auf dem Großrechner, also bevor Arcade-Maschinen und Heimcomputer überhaupt verfügbar waren, haben die Leute halt vor allem im akademischen Umfeld für die Großrechner, mit denen sie halt täglich gearbeitet haben, durchaus auch einfachere Spiele geschrieben. Ja, gibt es noch Fragen? Also noch eine kleine Anmerkung. Das war jetzt natürlich nur sehr an der Oberfläche gekratzt. Also das hier ist das deutsche Standardwerk zum Thema ZIX. Also ZIX Theorie und Praxis von Norbert Denne. Das bringe ich in 50 Minuten natürlich nicht unter. Und ehrlich gesagt kenne ich auch nur einen kleinen Teil davon. Also das, was ich dann halt für Anwendungsprogramme wirklich gebraucht habe. Ja, gibt es noch Fragen? Ja. Wie viele Systeme gibt es noch oder beziehungsweise wofür braucht man die noch in den Massen? Auch von der Geschwindigkeit her, sage ich mal. Gut, die Rechner selbst sind nicht wirklich langsam und man wird sie vor allem im Banken- und Versicherungsumfeld noch sehr häufig finden, weil da halt über Jahrzehnte die Fachlogik in Programme geflossen ist und das wirft man nicht einfach weg bei Systemen, die halt funktionieren und man versucht höchstens die Oberfläche für die Anwender etwas schöner zu gestalten als mehr die Optik, die ich auch bei den Folien hatte. Aber ja, halt Versicherungen, das Umfeld, Bankenumfeld, das ist noch recht weit verbreitet und wie ich gesehen habe oder
gibt es Gerüchte, dass auch bei Multiplayer Online Spielen die Datenverarbeitung eventuell auf dem Großrechner im Hintergrund passierte oder noch passiert, weil der halt für einen extrem hohen Datendurchsatz konstruiert ist. Irgendwie müssen die Daten von den Terminals oder von den Terminal-Emulationen ja an den Rechner übertragen werden und auch wieder zurückkommen. Mhm. Wie ist denn das? Ist das sowas X-Modem-artiges irgendwie? Gibt es da irgendwie eine sinnvolle Sicherung bei der Übertragung? Könnte man die theoretisch einfach während der Übertragung austauschen, aus einer 8 eine 9 machen? Oder? Also das Protokoll ist eine TN3270, was dort gesprochen wird oder zumindest früher gesprochen wurde. Also eine Telnet-Variante gewissermaßen. Da aber früher halt der Großrechner stand im Haus, die Terminals standen im Haus und Anschlüsse nach draußen gab es nicht wirklich. Also es wäre möglich gewesen, da die Daten zu manipulieren, aber war halt jetzt nicht das offensichtliche Angriffsszenario oder das Relevante. Na, heutzutage läuft es, glaube ich, auch über neuere Protokolle, beziehungsweise dann auch in irgendwelchen Tunneln oder so. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt halbwegs beantwortet. Ja, hat noch jemand eine Frage? Sonst würde ich sagen, sind wir fertig. Vielen Dank.